In Holsterhausendorf fand gestern Mittag das spannungsgeladene Kaiserschießen statt. Bei perfektem Wetter begann das Schießen und die ehemaligen Könige zeigten ihre Fähigkeiten in einem nervenaufreibenden Wettkampf. Jeder Schuss brachte mehr Spannung ins Geschehen. Beim Schützenfest in Holsterhausendorf werden natürlich auch alte Freundschaften gepflegt. So sehen das auch die Erler Jäger. Ja, tatsächlich ist es immer wieder schön, hier in Holsterhausen zu sein. Ein wunderbares Schützenfest, tolle Organisation und ja, viele Musikkapellen. Und das freut mich natürlich auch besonders. Ich habe ja gerade auch ein T-Shirt an, sozusagen von den Trommlern, die ja extra aus Bräunlingen zum Jubiläum gekommen sind. Und ja, so sieht man alte Freundschaften, man unterhält sich und es macht einem einfach unheimlich viel Spaß. Und ja, ich freue mich auf ein schönes Wochenende, heute auf ein tolles Kaiserschießen und morgen dann auf ein wunderschönes Königsschießen, wo ja, dann Simon und Sophie abgelöst werden. Und wir freuen uns auch hier, also selbst sind wir mit den Erler Jägern heute auch da, machen ein bisschen Musik. Und ja, in Holsterhausen ist es schön und ich freue mich auf wunderbare 2 Tage. Danke. Als der Regen eine kurze Pause erzwang, stieg die Spannung nur noch mehr. Als das Schießen fortgesetzt wurde, war die Atmosphäre elektrisierend. Die Anfeuerungsrufe der Fans begleiteten jeden Schützen und mit jedem Treffer schwang die Hoffnung mit, dass der nächste Schuss der entscheidende sein könnte. Der hölzerne Vogel, nun kaum mehr als ein Schatten seiner selbst, hielt sich tapfer, bis nur noch ein Schuss nötig war. Und dann, in einem Moment, der in die Geschichte des Schützenvereins eingehen wird, fiel der Vogel. Die Menge hielt den Atem an, als der neue Kaiser enthüllt wurde. Es war Peter Teves, der mit seinem treffsicheren 106. Schuss um 13.18 Uhr die erste Kaiserwürde des Vereins für sich beanspruchte. Super Gefühl, ne? Etwa, ich habe nicht mehr dran gedacht, das noch zu machen. Aber super schön. Ich freue mich. Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Holsterhausen und Holsterhausener, liebe Gäste von Nah und Schwarzwald. Unser Schützenverein Holsterhausen hat zum ersten Mal in seiner 52-jährigen Geschichte einen Kaiser, unseren Peter Teves. An seiner Seite wird Birgit Püte als Kaiserin das Festjahr krönen. Am Tag nach dem denkwürdigen Kaiserschießen am Pfingstmontag setzte der Schützenverein Holsterhausendorf seine traditionsreichen Festlichkeiten fort. Diesmal stand das Königsschießen im Mittelpunkt, ein weiteres Highlight im Vereinskalender. Die Schützen versammelten sich erneut, diesmal mit dem Ziel, den neuen König zu küren. Die Atmosphäre war von einer Mischung aus festlicher Freude und ernsthafter Konzentration geprägt. Jeder Teilnehmer trat mit der Hoffnung an, den entscheidenden Schuss abzugeben und die Königswürde zu erlangen. Zwischenzeitlich haben wir mit 2 ehemaligen Königinnen und der zu diesem Zeitpunkt noch aktuellen Regentschaft gesprochen. Also für mich war Königin zu sein eins der größten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mit meinem König 2 wunderschöne Jahre hier das ganze Dorf gefeiert und uns feiern lassen. Und das wird mir immer positiv in Erinnerung bleiben. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, auch von den anderen Vereinen. Das war einfach super. Petra? Für mich auch. Ich hatte besondere Jahre. 4 Jahre lang durfte ich Königin sein und habe das voller Stolz und Freude mit meinem Bruder zusammen, der König war, gemacht. Also prima. 2 Jahre waren sehr schön. Wir hatten viele tolle Veranstaltungen, die Abordnung unserer befreundeten Vereine. Wir haben viele Vereinsveranstaltungen, die wir machen. Sommerfest, Kinderfest, Seniorennachmittage, unsere Königsfete natürlich. Also die 2 Jahre sind voll mit Veranstaltungen und man kann das nicht ranken. Die sind alle umwerfend schön gewesen und wir hatten wirklich einfach nur eine tolle Zeit. Also erstmal froh, dass der ganze Stress abfällt, aber es waren 2 richtig schöne Jahre. Ich habe keinen Tag bereut, das gemacht zu haben, aber jetzt muss ich sagen, bin ich ehrlich auch ein bisschen geschafft nach dem Wochenende und freue mich eigentlich auch, dass es vorbei ist und dass es bald einen neuen König gibt und die hoffentlich genauso viel Spaß haben wie wir. So schnell kann die Zeit vorbei sein.
Das Königsschießen ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein soziales Ereignis, das die Dorfgemeinschaft zusammenbringt. Es verkörpert die Werte des Schützenvereins, Kameradschaft, Tradition und die Freude am gemeinsamen Feiern. Auch der Vogel beim Königsschießen verlor gewaltig an Gewicht. Dann war es endlich soweit. Um 14.40 Uhr holte Guido Bunten mit dem 135. Schuss den Vogel von der Stange. Die Königin an seiner Seite ist Melanie Schweder. Und die Erinnerungen an das Königsschießen werden, ebenso wie die des Kaiserschießens, in die Geschichte des Vereins eingehen.